Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns, wie man schon sehen kann, Junkrat und Roadhog aus der Overwatch-Serie an. Ja, der Karton passt leider nicht ganz ins Bild, aber okay, das Set ist ab 10. Ich glaube, Overwatch ist ab 16, also stellen wir uns jetzt nochmal kurz in Frage. Oder ab 12. Ich meine 16. Ja, ist die Setnummer 75997. Nein, 977. Ja. Genau. Ist erschienen 2019. Mitte des Jahres, ich glaube Anfang des Jahres war die erste Welle, das war die zweite mit Wrecking Ball. Ja, danach wurde die Serie eingestampft, weil sie nicht lief. Ja, okay, ich glaube Overwatch und Lego haben jetzt nicht die größte Schnittmenge an Kunden. Aber ich fand es waren coole Sets, das muss man mir wirklich lassen. Das schauen wir uns ja auch nochmal in einem separaten Video an, wo wir uns nochmal beide Wellen angucken und vielleicht überlegen, warum die Serie gefloppt ist. Ja, das Set kostet UVP 50 Euro und lag da auch ziemlich durchgehend, weil es war exklusiv bei Lego und Amazon. Man kam es, gab nie wirklich im Angebot, geht jetzt auch EOL, also wenn ihr es haben wollt, müsst ihr noch zuschnappen, es gibt es noch per Amazon. Lego schon nicht mehr, müsst noch Glück haben, dass ihr es irgendwo schießen könnt, wenn ihr es haben wollt. Ich habe es mir auf eBay geschossen, für 45 Euro. Da war ich damit zufrieden, weil ich gedacht habe, es war schon EOL, aber es ist anscheinend nicht ganz EOL. Ja. Genau. Teilnehmermäßig sind wir nur bei 380. Für 50 Euro habe ich. Das macht halt die Big Fake aus. Den Preis. Ist ein bisschen schade, aber ist so. Aber fassen wir zusammen. Wir haben aber auch zwei Prinz hierbei. Zwei. Oder bin ich gerade falsch? Nee, vier. Vier fucking Prinz. Und fünf nochmal als Ersatzteil. Ja, fünf Prinz. Hat Lego mal wieder komplett betrieben. Nein. Es sind natürlich auch viele Sticker dabei, das ist gar nicht die Frage. Kommen wir jetzt aber mal endlich zum Karton hier nach 2 Minuten Laber. Vorne sehen wir halt das Set an sich. Nochmal kurz, dass man das Motorrad runternehmen kann. Ich weiß nicht, wo das in der Lore verankert ist. Und im Hintergrund sieht man die Junktown Map, wie sie auch hier drauf steht. Ich meine, die war ja nicht von Anfang an Overwatch dabei. Wie weit sie rauskam, habe ich schon aufgehört, Overwatch zu spielen. Ja, Standardschrift oben mit Tracer an der Seite. Lego-Logo und Blizzard-Logo. Ja. Oben sehen wir nochmal die Big Fig. Die könnte auch fast 1 zu 1 sein. Nochmal Junkrat. Ja, war richtig. Die Seite schlicht. Standard, bla bla. Und die Seite ist, finde ich, wieder cool mit dem Mini-Floor. Beim Karton finde ich aber blöd, dass das zum Öffnen unten ist. Ich finde, dass sobald man es geöffnet hat, ist es blöd. Weil man immer damit rumhantieren muss. Und dann haben wir wieder die alternative Rückseite, wo sie ganzen unterwegs sind mit dem Motorrad. Das ist eine andere Map, das ist die London Map. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber ja, ein bisschen CGI, wie das Ganze eher aussehen sollte. Ich kenne das Motorrad nicht. Kommt wahrscheinlich irgendeiner Cutscene oder so. Naja, Karton kommt an die Seite. Kommen wir kurz zum Stickerbogen. Es sind einige, aber theoretisch brauchen tut man nur ihn, ihn, ihn und die, damit es vernünftig aussieht. Und jetzt kann man theoretisch weglassen. Diesen für das Schild, die Punkte da drauf. Diese Beschriftung von dem Stand, aber den sieht man gar, die sieht man eigentlich nicht, wenn es nachher steht. Naja, also kommen wir kurz nach hier. Teilemäßig sind ein paar übergeblieben und vor allem einmal dieser, ihr seht es ja gar nicht, einmal dieser Druck da. Das ist, glaube ich, das einzige Besondere, ansonsten ein paar Kleinstteile. Egal, an die Seite. So, kommen wir kurz zu den Anleitungen. Ja, Plural sind zwei. Einmal baut man den Standfuß und einmal das Motorrad. Hier baut man einmal das Motorrad auf. Das hat man dann gebaut in. Ja. 58 Bausteps mit 41 Seiten und ja, dann geht man zur Anleitung 2 und baut den Standfuß. Theoretisch kann man das Set auch perfekt zu zweit aufbauen. Genau, es sind auch nur zwei Bausteine unterteilt, sind ja nicht viele Teile und mit dem Standfuß ist man fertig in 67 Bausteps und 44 Seiten. Dann kriegt man hier nochmal das ganze Ding am Ende zusammengezogen. Ja, hier nochmal die gesamte Reihe. Sind das alle Minifiguren? Wahrscheinlich. Gucken wir uns ja nochmal an. Das Video, denke ich, kommt dann. Ich gucke mal, ob ich es Mittwoch schaffe. Denke aber, sollte klappen. Dann haben wir die Teile da. Es ist sehr schlicht an Teilen. Das muss man wirklich Lego lassen. Hier sind kaum komische Teile drin. Aber hier fehlen Teile. Nee, 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 das ist nicht die gesamte Teilliste, Lego. Die scammen ein. Die scammen um die Teilliste. Die ist nicht vollständig hier drin. Kann ich euch einfach mal kurz beweisen, warum. Zum Beispiel hier. Grün nicht drin. Ah, ja, man muss auf die Rückseite gucken. Ja, hier.
Richtig unnötig bunt ist in diesem Set nicht, selbst der Innenraum von dem Gerüst nicht. Da ist dann halt weiß verbaut. Hier diesen innen drin verbaut. Die paar weiße Teile. Ach komm, das ist jetzt absolut fein. Das sind wirklich gute Teile da drin, nur für den Preis holt man sich das Set nicht zur Ausschlacht und wird es recht nicht mehr. So, kommt das mal alles zur Seite und ich zerre das Modell mal ins Bild. Das passt auch nicht richtig rein, was soll das denn? Ich nehme es auch gleich auseinander, sonst wäre es besser. Ich habe am Anfang immer gedacht, als ich das. Ach komm, jetzt Licht, bitte nicht. Ich hasse es. Müssen wir ein bisschen anders filmen. So. Ich habe immer gedacht, das Ding wäre nur halb so dick, wie es jetzt ist. Aber können wir besser durch. Ist der Preis ein bisschen gerechtfertiger. Ich finde aber 40 € ja, wäre gut gewesen. Aber nehmen wir das Modell mal kurz auseinander. Komm runter, Motorrad. Dort steckt einfach da oben drauf. So kommst du kurz zur Seite, kommen wir zum Motorrad, um uns jetzt mal die Figuren anzugucken. So, wir haben hier einmal Junkrat. Na, Fokus. Der mit seinen Granaten passt und seinem Granatwerfer. Ich finde, der ist naja gelungen, aber der ist Smiley von drauf ist gut. Der Druck auf seinem Körper finde ich sehr gut. Auch Gesicht, Haare perfekt. Und hier haben wir seine Reifen für die Ult nochmal. Ja. Finde ich sehr gelungen, die Minifiguren. Generell die Overwatch-Minifiguren sind top. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man sich die Sets holt. Dann haben wir noch Roadhog. Mal kurz wieder das Set reparieren. So. Da. Roadhog. Ich finde ich auch sehr gelungen. Ist ja auch ein extra Mode für ihn. Und ich finde, damit haben sie es wirklich top getroffen. Kann man sie hier vier Noppen haben, wenn man nur zwei benutzt? Ja, keine Ahnung. Ja, und das hier ist auch noch ein Special Mode für seinen Hook. Ich finde, er ist auch sehr, sehr gut getroffen. Kommt auch mal an die Seite. Na, die Kette ist ein bisschen nervig an ihm. Schauen wir uns noch kurz das Accessories an für die Leute. Na, so. Einmal hier die Bärenfalle von Junkrat. Finde ich sehr gelungen. Das ist leider ein Sticker. Ansonsten ist die gut. Und da haben wir natürlich noch die Shotgun von Roadhog. Die finde ich, na, Fokus gut gelungen. Gefällt mir. Dann hat er noch Accessory das Ding. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ist wahrscheinlich einfach so eine Pflanze, die ja am Spawn oder so rumsteht. Na, keine Ahnung. So, jetzt kommen wir zum Motorrad. Das ist ein Prin. Wollen wir kurz festhalten? Das ist ein Prin. Ah ja, das ist auch ein Prin. Und der Smiley war ja ein Prin auf dem Granatwerfer von Junkrat. Roadhog, nee, Junkrat war schon richtig. Für das Motorrad, genau. Das Motorrad ist ganz gut gelungen. Ist jetzt nichts Besonderes. Erinnert mich ein bisschen an das von den Minions. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, ob das schön ist, damit so zu spielen. Ich finde, hier ist das ein bisschen sehr teilearm in dem Bereich hier unten. Ja, ist okay als Motorrad. Der Print ist natürlich genial. Ansonsten nichts Besonderes. Hier sieht man natürlich sehr viel offen. Ja, ist okay. Es sind ja nur 83 Teile im ganzen Set. Man muss noch den Standfuß dazu bauen. Flackert es immer noch? Ja, fick dich nicht. Hier. Das ist ein ganzes Bild. Ich rufe mal kurz den hier ab und zeige euch den. Ist quasi so ein Pfeil. Der zeigt ja auf Junktown dann quasi. Hier noch einmal mit diesem Smiley von. Mann, Junkrat. Und noch so X. Sieht ganz nice aus. Kommt kurz auch weg. Ja, jetzt kann ich das Ding eigentlich nur noch gesamt zeigen. Ich finde, die sehen cool aus hier unten. Hier so ein bisschen Wüstenoptik durch diese braunen Pflanzenteile. Der Sprengstoff passt natürlich perfekt zu Junkrat. Hier nochmal sein Smiley. Ach, das ist wahrscheinlich auch seine. Der hat die Sprengfallen, das soll die wahrscheinlich darstellen. Ja, und hier kommt die Shotgun ran und hier die Falle. Dann sind die nämlich hier fest, weil die können sie ja nicht in der Hand halten, während sie auf dem Motorrad sitzen oben. Ein bisschen Gold gefällt mir angedeutet. Und dann haben wir natürlich hier den Junktown Schriftzug. Ist okay. Hier oben noch ein bisschen bunt. Ich kenne das Schild nicht perfekt. Ich bin da nur ein paar Mal vorbeigelaufen beim Spielen. Ja, ist okay.
Hier ist dann ganz simpel gebaut. Die Halterung fürs Motorrad, die ist leider sehr wackelig. Man kann den hier ein bisschen nach oben ziehen. Dann hakt das Motorrad hier ein. Ja, das kann man machen. Hier unten finde ich wieder ein bisschen schön. So Wüstenoptik erschaffen, wie die Pflanze. So die Sache. Dann wir noch die Sticker. Wer das ist, ihr habt keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie die Frau von Jungle. Ich weiß nicht, ob die vielleicht mittlerweile irgendwie in Cutscenes oder so von Overwatch angedeutet wurde. Ich meine, als Spielfigur gibt es sie ja noch nicht. Ich komme ja mit Overwatch 2 rein oder so. Dann haben wir auch nochmal die, ups hier, die Queens. Die Krede. Weiß nicht genau, eine andere Übersetzung. Finde ich ganz cool. Und dann hier nochmal ein bisschen Wrecking Ball the Champion. Als Andeutung an Set und natürlich an den Charakter. Und nochmal ein Plan. Ich finde, das Ding ist gut gelungen. Also hier ist wirklich, das ist wirklich gut gelungen. Keine Ahnung, warum jetzt hier so ein Brick ist. Keine Ahnung, soll wahrscheinlich aber ein bisschen kaputt darstellen oder so. Und hier oben haben wir nochmal Sticker Watcher Step, quasi wenn sie runtergehen. Finde ich cool. Packen wir das hier nochmal kurz wieder ran. Ach, warum ist da das Lochding? Ja, natürlich, weil das Schild dahin kommt. Ja, also mir gefällt der Standfuß wirklich gut, das Motorrad ist ein bisschen flimsig, wir packen es da mal oben drauf. Na, also man packt das Motorrad einfach hier in das Loch. So, und dann wie gesagt, wie ich gesagt habe, kann man das dann da hochschieben und da einhaken. Ich glaube, es ist auch von Lego gewollt, dass es so hält. Zeigen sie noch nicht vernünftig. Naja. So, können wir das hier wieder dran packen. Aber ich kann ja mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn er die Shotgun noch in der Hand hat. Und noch anderswo, den kann ich jetzt zeigen. Bei Roadhog. So. Tada. Irgendwie. Also das ist natürlich auch Special Mode für ihn. Und das Problem ist, das Ding hat jetzt nicht wirklich Friktion. Ich mache da nicht viel dran. Also, der trägt ihn nicht. Normalerweise, wenn die Figur, kannst du den ja an den Haaren packen, die fällt ja nicht runter. Das wiegt natürlich mehr, ja. Aber ich kriege das einfach so abgezogen. Bei den Haaren muss ich schon kurz dran ziehen. Bisschen schwach an der Stelle, aber ja. Nicht dramatisch, man packt den ja nicht so oft am Kopf. Packen wir hier mal wieder die Bärenfalle dran. So. Bei ihm. Ja, also die Big Fig Hände bin ich ja große Freund für ihn, aber sind gut, weil man kann damit ja die Minifiguren greifen und so. Das ist schon gut gemacht. Fall doch da raus, du dummer Nüpsel, danke. Kurz hier reparieren. So. Angebracht. Jetzt müssen wir ihn noch in sein Motorrad untergebracht kriegen. Die Kette. Halt, andrehen. So. Jetzt mach Klick. Danke. Gucken wir uns mal auf totaler Form irgendwie drauf kriegen. So. 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 Da ist das Set in all seiner Pracht. Ich finde es gut. Für 40 € finde ich, wäre es ein gutes Set gewesen. Wäre es natürlich in den freien Handel gekommen, hätte man es für 40 € aufbekommen. 50 € finde ich einen Ticken teuer. Aber wenn man Overwatch-Fan ist oder sagt, ich fand die erste Welle geil, würde gerne die Serie komplettieren, muss man sich natürlich noch mitnehmen. Deswegen habe ich sie mir auch hauptsächlich noch mitgenommen, weil ich die Reihe komplett haben wollte. Jetzt habe ich sie komplett. Ja, genau. Das ist der einzige Grund, warum ich es gekauft habe. Und mir gefällt das Set jetzt dann doch. Nur 50 € dafür bezahlt zu haben.